Christine Vett, heute spielen Sie mit Sand in Duisburg hier. Das ist ein wichtiges Spiel für Klassenerhalt. Wie ist es gelaufen heute? Ja gut, das 1-1 ist für uns natürlich ein bisschen besser wie für Duisburg. Wir haben zwar ein bisschen schwereres Restprogramm, aber ich denke, wir sind 2 Punkte vorne. Ausgangssituation wie vorm Spiel, wir müssen noch auf jeden Fall punkten in den letzten beiden Spielen. Hätten wir aber auch machen müssen, wenn wir gewonnen hätten. Ja, ja wir sind... Natürlich, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, sind wir nicht ganz zufrieden, aber das ist im Abstiegskampf so. Da kann man keinen schönen Fußball spielen. Dann, dann geht's um Kampf. Wichtig, die Tore zu machen, ne, in das Spiel. Genau. Es war wichtig, dass wir nach diesem 1-0, nach dem Fehler von der Torfrau, ein bisschen unglücklich mit den schlechten Platzverhältnissen, dass wir da das 1-1 gemacht haben, das frühe 1-1. Damit müssen wir jetzt leben. Das ist ein wichtiges Tor, das Sie machen. Ja, natürlich extrem wichtig in dem Fall, ja. Dann, Sie spielen nächste Woche Potsdam und dann letztes Spiel Leverkusen. Leverkusen kann auch noch degradieren, ja. Wir haben jetzt einen Vorteil im Gegensatz zu Leverkusen. Wir hatten jetzt heute schon mal so ein Endspiel. Wir haben in Leverkusen wieder ein Endspiel. Und ich bin da aber guter Dinge. Wir haben ein gutes Torverhältnis im Gegensatz zu Duisburg. Ja. Wir werden die Punkte... Das kann am Ende spielen. Genau, das wird mit Sicherheit noch eine Rolle spielen, ja. Okay. Und dann mit Sand, Sie sind die Kapitän. Diese Saison war eine schwere Saison, erste Saison in Bundesliga? Eine sehr schwere Saison, aber das haben wir auch so erwartet. Also es ist als Aufsteiger, glaube ich, nie leicht. Und viele von uns spielen zwar international in den Nationalmannschaften, aber haben noch keine Bundesliga gespielt. Und ich denke, die Frauenbundesliga in Deutschland ist eine von den besten. Und wir haben uns erstmal zurechtfinden müssen, aber ich denke, wir haben uns ganz gut verkauft und hätten es auch verdient, in der Liga zu bleiben. Okay, danke schön, viel Spaß, viel Glück. Gerne, danke.